Was war das denn jetzt? Oh. Ich bin da mal weg. Siehst ja aus. Ach, wie knuffig. Was willst du denn? Wie geht's? Irgendwo muss doch noch eine Kiste sein. Na gut. Ach komm, wie stark seid ihr denn? Ein Kopfschuss? Oh, alles gut, alles gut.
Oh, ja, war geplant. Sind jetzt schneller im Ducken. Geil. Machen wir hier. Und auch diese freischalten. Damit sollte es gehen. Auch irgendein Gegner. Ich glaube, hier ist kein Gegner oder irgendwas. So nichts. Schade um die Waffe. Aber wir bekommen von Gegnern sowieso noch Waffen, von daher. Wurde nicht weit von hier verhaftet. Suchen wir nach dem Sheriff und bieten ihm ein Geschäft an.
sieh mal eine an. Nein. Halt dich fest, Rix. Ich will hier hin. Es scheint nämlich noch eine Stadt zu sein. Aber mich würde es nicht wundern, wenn die Mission uns sowieso dahin führt. Also gehen wir erstmal den Sheriff suchen. Gut. Ist es normal, dass die Stadt so leer ist? Keine Ahnung. Aber sei wachsam. Was hast du gefunden, Nix? Da laufen? Hallo, ich suche einen Typen namens Hoss. Mit den Hutten? Für mich selbst. Dann ist es gerade schlecht. Ist ein Nun? Dass ihr kommt. Quint? Sada Chuba? Chitinka? Uba Pumaguna? Kionakas Eldagi? Nicht mehr. Ich bin jetzt Sheriff, Quint. Sheriff? Was ich schade finde, ist ja, dass wenn einer auf Huttisch redet, würde ich mir wünschen, dass diejenigen dann auch auf Huttisch reden. Nein, er hat in meiner Stadt geplündert. Ich habe ihn eingesperrt, aber dann ist er ausgebrochen und verschwunden. Ich meine, in Star Wars, nicht wert, noch nach ihm zu suchen. In den Filmen, da reden die auch auf einmal diese Alien-Sprache mit den Aliens, die halt diese Sprache sprechen. Und nicht so, der eine redet normal, während der andere und dann auf einer Alien-Sprache spricht. Ihr werdet den Leuten hier nichts wegnehmen. Chitwama, no jama. Okay, darf ich die abknallen? Woher wusste ich, dass das jetzt passiert? Bist du Lucky Luke? Super. Tolle Teamarbeit. Das war's noch nicht. Hutten sind wie Sonnenschaben. Es kommen immer noch mehr. Oh, ich verstehe.
Habt ihr hier oft mit denen zu tun? Die Hutten nutzen jeden Vorwand, um uns anzugreifen. Oh, also dann passt das ja, dass du hier bist. Ich tue, was ich kann. So. Du bist also auch hinter Haus her, Kopfgeldjägerin. Nenn mich Kay und ich will nur mit ihm reden. Das ist das Letzte, was ich mit ihm machen würde. Aber ich bin dankbar für die Hilfe. Dankbar genug, um den Gefallen zu erwidern, Sheriff? Ich sag dir, was ich den anderen Kopfgeldjägern gesagt habe. Hoss wollte unser kleines Paradies hier ausrauben. Ich habe ihn bei der verlassenen Feuchtfarm gestellt. Dort hatte er sich eine Weile verkrochen. Dann fange ich da an. Beeil dich lieber. Jabba bietet viel Geld für die Ratte. Jabba. Ich wusste doch, dass du hier wohnst. Ich habe nämlich hier zuerst gesucht. Andy 5. Hoss ist geflohen. Der Sheriff meint, ich soll's bei einer Feuchtfarm versuchen. Moment. Ja, da ist einer in der Nähe. Ich schick dir die Koordinaten. Ach, der Typ hat eine Menge Feinde, wie es scheint. Das lässt sich in seiner Branche kaum vermeiden. Ich find's cool, dass man die Mission so durcheinander machen kann. Ganz ehrlich, das würde ich mir halt auch für Assassin's Creed Shadows wünschen, dass es da Missionen gibt, wo man sich mal entscheiden kann, in welcher Reihenfolge man die machen kann. So ein bisschen freier halt. Das habe ich auch in The Witcher geliebt, da gab's ja auch so die Möglichkeit, geh erst dahin oder dahin. Ich bin da, aber was ist das eigentlich für ein Ort? So überleben die Leute hier. Wenn du Wasser willst, gewinnst du es aus der Atmosphäre. Huh. Ah, komm schon! Ja, das tat weh. Ah, hier runter. Hoss, bist du da? Ich will nur reden. Ah. Hey, halt das mal offen. Nix. Halt das mal für mich, ja? Kannst du das für mich offen halten? Das
ob der mit uns reden möchte. Ich glaube nicht, dass der bereit ist, mit uns zu reden. Riechst du was, Nix? Oh nein. Ich hoffe, du bist nicht der, den ich suche. Hey, ND. Kein Hoss, nur ein toter Kopfgeldjäger und ein Transponder. Wenn er noch funktioniert, sollte er uns zu Hoss führen. Warum geht dieses Ding nicht an? Die Holodisk ist auf Toshara kalibriert. Woanders funktioniert sie nicht. Hören wir mal. So, dann wollen wir mal gucken. Südliche Rundlandwüste. Also gut, schauen wir mal, ob der Transponder noch funktioniert. Würde ich aber gerne mal gucken, was da ist. Ah, gut. Nach der Mission vielleicht. Hey, ND5, ist das normal? Enden Leute wie Hoss immer so? Dass sie sich auf einem kargen Planeten verkriechen und kleine Städte plündern, um zu überleben? Wenn du Todesmale trägst, und Hoss hat sicher ein paar davon, kannst du entweder sterben oder verschwinden. Dann hatte er vor, für immer hier zu bleiben. Vielleicht. Anscheinend hatte er nicht genug Kredit, um irgendwo stilvoll unterzutauchen. Zusammen mit den Medizinpilzen? Ja, wahrscheinlich ist er... Ach, lass ich dir erstmal reden. ...verzweifelt. Könnte sich für uns auszahlen. Zusammen mit den Medizinkisten kam heute ein modifizierter Blitzjäger an, geliefert von einem einäugigen Rodianer und einem Devaronianer. Jetzt, da wir die Lieferung haben, freuen sich unsere Freunde am imperialen Außenposten sicher über eine versehentliche Transmission mit den Schmugglern. Sei nicht zu spezifisch. Deute einfach an, dass irgendwas Seelichtiges nordwestlich ihres dünnen Dünenmeerbunkers vorgeht. Irgendwas, das ihre Aufmerksamkeit auf sich zieht. Bring das Pack da nix. Er soll's ja nur bringen. Ist ja eine Mission.
Sonst war hier nichts, ne? Okay, wie komme ich jetzt dahin? Ah. Sollte es gewesen sein. Nix. Wir werden beobachtet. Ist das Ross gewesen? Ich glaube auch, dass das eine da wahrscheinlich keine Stadt ist. Wir werden jetzt bestimmt geschnappt, wenn wir hier rausgehen, oder? Hey, 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 ich will keinen Ärger. Ich suche nur jemanden. Schon gut, schon gut. Ich wünschte, ich könnte dich verstehen. Viele Aliens, wie die hier reingepackt haben, finde ich auch mega cool. Da haben die sich mal beim Charakterdesign sehr viel. Bitte was? Oura glaubt, dass du nach mir suchst. Deshalb haben sie dich durchgelassen. Wenn du Hoss bist, hat er recht. Jalen Rex sucht dich wegen eines Auftrags, aber anscheinend hast du zu tun. Nein, nein, nein! Wenn Jalen fragt, bin ich dabei. Ich bin der Beste. Die Stimme kenne ich. Ja, ist ja gut.
Ein paar Banditen haben den Tusken eine Kraldrachenperle gestohlen. Sie dachten, ich wäre eine gute Geisel, aber das bin ich nicht. Die haben mich rausgeschmissen. Also bring ihnen die Perle zurück. Sie lassen mich frei und ich kann bei euch mitmachen, ja? Ach, wo ist sie? In einer Höhle mit einem Haufen Banterknochen davor. Da wimmelt es nur so von diesen Skrogs. Der Beste, ja? Du sagst es, Partner. Halt einen Kanal für mich offen. Okay. Die 5. Ich sterbe vielleicht in einer Höhle. Okay. Willst du gar nicht wissen, warum? Weil Haus in der Höhle ist? Ja, nah dran. Zeit, sie abzulenken, Nex. Sind hier nur einer.
Hallo? Holst du die Perle? Ja. Was ist das überhaupt? Oh, das ist ein Stein. Er ist hübsch. Du musst einen Kreiddrachen töten, um einen zu bekommen. Und das ist eine knifflige Angelegenheit. Die sind eine Menge Geld wert. Aber ich bin mehr wert. Du bist es gewohnt, dass Leute dich hängen lassen, was? Nein, nein. Wollte nur sehen, ob du Grünschnabel Hilfe brauchst. Und die Tusken wägen ihre Optionen ab. Wie war nochmal dein Name? Kay. Wes. Sag ihnen einfach, ich arbeite dran. Du machst das schon, Kay Wes. Bis bald. Wir haben auf jeden Fall... Aber das kann Ubisoft sowieso gute Synchronsprecher holen. Da geben sie gerne für Geld aus. Da kriegen wir sogar bessere Leute für als jetzt Final Fantasy. Also Square Enix schafft da irgendwie für die Hauptrollen gute Sprecher zu holen, aber für die Nebenrollen uninteressante NPCs haben dann meistens eine Stimme wie ja, scheiße. Das muss sie sein. Kein Problem, oder Nix? Ich hätte schwören können, dass da was war. Kibuta! Hol die Beute. Fein. Hast du sowas schon mal gesehen? Ich war mal mit Piraten unterwegs, die eine Abmachung mit dem Imperium hatten. Schnapp dir die Rumskugel, Nix. Ansehen. Bleib wachsam. Bin ich eigentlich am Arsch, egal. Was mache ich denn da? Gut so nix.
Scheiße. Oh, das war Glück. Ah, mittlerweile bin ich stark genug, um Rambo zu spielen. Ah, Musik. Hier ist nichts mehr. Schön wäre es, wenn hier noch jemand wäre. Kann ich den Granatwerfer noch nutzen? Komme ich da raus? Ja. Autsch. Du bist tatsächlich am Leben. Jalen hat einen guten Riecher. Hier, alles gut? Sie sagt, ich kann gehen, wenn du meine Zeche bezahlst. Zeche? Ja, in der Kantina. Sag ihr, jetzt will ich dich nicht mehr. War ein Versuch wert. Also gut, komm zur Andockbucht 94 in Mos Eisley. Und wir verziehen uns. Willst du gar nichts über den Auftrag wissen? Du bezahlst, ich bin dabei. Fertig. Wir sehen uns dort.